Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes 2. Ja, wie es immer mal war, es fehlte noch etwas in der letzten Folge. Ich habe den Mahoney nicht angesehen. Und das triggert wieder irgendwas anderes. Das ist halt sehr kompliziert bei diesem Spiel. Dieser Gast glänzte einst mit pomadigem Haar, gewachstem Schnurrbart und maßgefertigter Kleidung. Heute ist sein Anzug schäbig und er müsste sich mal rasieren. Man kann ihm nur wünschen, dass er seine Flüssigernährung gelegentlich für das ein oder andere Sandwich unterbricht. Der Goldreif, der früher den Ringfinger seiner Führungshand schmückte, ist verschwunden. So, und dann ist nämlich genau das aktiv, was man vielleicht noch zusätzlich aktiv haben müsste, weil wir haben jetzt ja alles angesehen. Dieses hier. Die Metropolitan Police ahndet Verstöße gegen das Ausschankgesetz recht hart. Was soll denn das bedeuten? Sie schenken Alkohol an eine angetrunkene Person aus. Was wollten Sie doch gleich? Etwas Höflichkeit für den Anfang. Hat Mahoney seine Frau verloren? Sozusagen, sie ist mit dem ganzen O'Shea-Clan nach Amerika gesegelt. Okay. Er tut mir leid, aber ich brauche Mahonys Hilfe. Was schlagen Sie vor? Er ist ein harter Mann. Drohungen kümmern ihn nicht und Geld ist ihm egal. Auf Vergnügungen ist er nicht mehr scharf. Macht ihm nicht mal mehr Spaß, einen Raum aufzumischen oder ein paar Arme zu brechen, so wie früher. Spielen ist alles, was ihn noch am Leben hält. Und Bier natürlich. Okay, dann gib mir mal Bier hier. Okay, haben wir nicht. Können wir die Wurfpfeile jetzt benutzen? Nee. Mahoney, komm, 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 komm. Ah. Es tut mir leid wegen deiner Frau. Ich hoffe, sie überlegt es sich nochmal und kommt zurück. Das bezweifle ich. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf. Dürfte ich Ihnen ein Glas Stout ausgeben? Ich trinke nur mit Freunden. Wie alle guten Dinge im Leben sind auch die selten. Was soll das heißen? Vielleicht dürfen wir uns bald zu diesen wenigen Auserwählten zählen. Sie können es ja versuchen. Ja, ich will es. Wie wäre es mit einem Ründchen Darts, Jock? Warum sollte ich? Die Spannung des Wettkampfs, die Aufregung eines Duells. Sie können sich aussuchen, was wir spielen. Und was ist dabei für Sie drin? Die Freude Ihrer Gesellschaft und ein oder zwei Informationsbröckchen, wenn ich gewinne. Meine Gesellschaft muss Ihnen genügen. Ich spiele nämlich ausgezeichnet. Tja, darauf muss ich es wohl ankommen lassen, nicht wahr? Okay, na dann komm. Ja. Wie wäre es mit einem Ründchen 501? Machen Sie es sich leicht, Mr. Holmes. Mir ist es egal. Worin sind Sie denn am besten? 501. Wählen Sie Ihre Waffen. Okay. So, Pfeil 1, Taste drücken zum Starten. Oh, nee, ne? War ich das jetzt? Oh, nein! Nein! Oh Gott! Oh, 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 oh! Oh mein Gott, das wird. Ach du Gott! Okay, dann gucken wir mal, was er macht. Er macht natürlich Bullseye, richtig? Ich habe schon verloren, ich habe schon sowas von verloren. Obwohl, na mal gucken. Ich glaube, ich muss ihn besiegen, ne, damit wir gute Freunde werden oder so. Mal gucken. Nein, das war zu viel. Ah, wir hätten da sehr. Ah, warte mal, das andere ist ein Triple, ne? Ah, Mist. Schade, nochmal. Mist. Ah, hätte klappen können. Hätte klappen können. So, was macht er jetzt draus? Okay, er lässt irgendwas. Er lässt uns fast gewinnen, ja, habe ich das Gefühl. Und? Ah, ein bisschen mehr. Jetzt, der trifft. Jawoll! Und nochmal. Der war zu viel. Der war eindeutig zu viel. Aber, wow, 100 Punkte haben wir gezuppelt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir müssen ja nachher erstmal gucken, dass wir die Punkte auch noch runterbekommen, ne? Autsch, fast, 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 fast. Okay. Ah, der war nicht. Der war nur 20. Okay. Und. Da trifft er, trifft er.
Nee, der hat nicht getroffen. Schade. Jetzt aber, komm, der trifft. Jawohl. Jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Weiter, 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 weiter so schlecht, komm. Wobei, der spielt besser, als ich im Realen spielen würde, ne? Ah, der ging daneben, der ging daneben. Und nochmal, und... Ah, der ging zu tief. Und... Jetzt aber, der trifft und 100. Jawohl, weil der ist nämlich dreifach wert, der innere Ring. Das war knapp. Was macht er jetzt? Okay. Wir haben jedenfalls einen guten Vorsprung. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viele krumme Werte bekommen hier. Das und 25 und 60. Wir haben noch 8 Punkte, die wir wegwerfen müssen. 8 Punkte. 8 Punkte, 2 Vieren, 2 Vieren. Oder? Nee, ich muss ich komplett abräumen? Ich glaube ja, ne? Warte mal, 2 Vieren. Ich probier's mal. Okay, der war zu weit. Und noch eine 4, komm. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Jetzt hat er Chance ranzukommen. Jetzt wird er es auch machen. Guck mal, jetzt kommt ein Bullseye. Na, nicht ganz. Okay. Los, komm, 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 komm. So, 8 nochmal. Und 1. Okay. 2. Spiel beendet. Jawohl. Ich habe gewonnen oder muss ich jetzt alle drei Spiele spielen? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, wir haben das längste Spiel von allen gespielt. Okay. Wie wäre es mit noch einem Spiel, Jock? Wie Sie möchten, Mr. Holmes. Was darf es denn sein? Ich wollte eigentlich... Was ist in dem Koffer, Jock? Mein Handwerkszeug, Mr. Holmes. Okay. Ich glaube, Sie kennen Alfred Jenkins, Lord Lawtons Bediensteten. Kann er Sie schlagen? Beim Billard? Alfie, da träumt er von. Es ist sehr wichtig, dass ich ihn am Billardtisch beeindrucke, Jock. Könnte ich ihm eine gute Partie liefern? Ich würde sagen, er ist nicht unschlagbar für Sie. Alfie hat ein gutes Auge. Einen besseren Stoß als die meisten. Aber er hat seine Grenzen. Keine Strategie. Sieht nur den Stoß auf dem Tisch. Und Sie? Ich denke 3 oder 4 Stöße voraus. Er glaubt, das wäre einfach Glück. Aber ich weiß, wohin ich die Kugel stoße. Ich habe ein System. Das Diamantsystem? Genau. Ich habe es keinem verraten, aber viele der Jungs sind schon dahinter gekommen. Aber der arme Alfie schnallt's nicht. Würden Sie es mir zeigen? Würden Sie es ihm zeigen? Wahrscheinlich. Aber kann er es von einmal ansehen beherrschen? Und selbst wenn, würde das einen Spieler Ihres Formates doch nicht ernsthaft benachteiligen. Okay, abgemacht ist abgemacht. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Grundkenntnisse und das richtige Handwerkszeug. Okay. Sehr gut, sehr gut. Das Diamantsystem, einmal rumdrum, ne? So, jetzt wissen Sie es. Das ist das Prinzip zumindest. Ach so. Äußerst genial, Jock. Wirklich erstaunlich. Das war's jetzt, das ist der gleiche Stoß wie vorhin auch. Das war's. Irgendwelche Tipps, Jock? Ich hoffe, ich schade dem armen Alfie jetzt nicht, Mr. Holmes. Sie haben schon mehr Vorteile als die meisten anderen. Aber er ist ganz verrückt danach, das Diamantsystem zu lernen. Dem Mann, der ihm das beibringt, würde er sich öffnen wie eine Auster. Vielen Dank, Jock. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages revanchieren. Na klar können wir das. Nee, ich spiele kein Hundchen. Können wir das jetzt hier öffnen oder so? Was ist denn da drin? Oh, jetzt geht's.
Das mitsamt ausgeschlagene Innere des Koffers enthält die Teile eines zerlegbaren Köhs und eine weiße Billardkugel. Ist aber eine kleine Billardkugel. Einbuchtungen in Samt zeigen, dass noch ein zweiter Köh hineinpasst. Okay. Nach Klavier- und Orgeltasten sind Billardkugeln die Gebrauchsgegenstände, für die das meiste Elefantenelfenbein verbraucht wird. Ein schockierender Missbrauch und eine Verschwendung von Elefanten. Das stimmt. Das ist eine Billardkugel? Ach, eine Billardkugel. Oh, ich war jetzt gerade beim Bowling. Entschuldigung. Die Kugel fühlt sich solide an, scheint aber nicht gleichmäßig ausbalanciert. Kann es sein, dass es eine Fake-Kugel ist? Wir werden doch nicht schummeln dann später, oder? Jack? Warum ist hier eigentlich keine Musik die ganze Zeit? Schlimm ist das. So. Was ist mit dieser Kugel los, Jock? Roll schief und nimm keinen Effet mehr an. Ein alter Kumpel, der sich hier wieder ins Spiel schleichen wollte. Aber seine Tage sind vorbei. Sie hängen also nicht mehr dran? Es würde Sie nicht stören, wenn die Kugel plötzlich weg wäre? Weckt nur schlechte Erinnerungen an untreue Freunde. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, sie selbst wegzuwerfen. Okay. Das heißt, wir können sie behalten und schleusen die in einem anderen Spiel ein, ne? Bartender? Auch nichts. Okay. Ja, dann verlassen wir das ganze Spielchen hier mal. Und gucken mal weiter. So, was haben wir denn noch Neues? Das hatten wir. Da waren wir. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Ach so, komm, wir gehen erstmal hier unten. Lady Fanshawe, ich bin Sherlock Holmes und das hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Erwarte ich Sie? Wo steckt dieser Butler? Sind Sie die Arbeiter, die ich bestellt habe? Ich habe ein paar faszinierende Ideen für dieses Foyer. Boah, ist das hässlich, dieses Foyer. Büste. Auch wenn die Fanshawes in der Stadt seit fast zwei Jahrhunderten als ehrsame Bürger leben, war ihr hier dargestellter Vorfahrer ein notorischer Straßenräuber. Archibald Fanshawe, die Quelle des Familienvermögens, räuberte mit seiner Bande im 16. Jahrhundert Yorkshire aus wie eine Horde gefräßiger Heuschrecken. Der Apollo ist zweifellos die gefeiertste männliche Statue des antiken Griechenland. Diese erbärmliche Kopie aber wurde dadurch nur einen Hauch lächerlicher gemacht, dass man Apollo zum blauäugigen Blondling mit rosa Wangen umgeschminkt hat. Oh mein Gott, ein Rundfenster. Der ehrgeizige Versuch, aus einem guten normalen Rundfenster ein kleines Abbild der riesigen Rosette von Notre Dame zu machen, ist jämmerlich gescheitert. Die Eingangshalle, früher hell und lichtdurchflutet, wirkt jetzt halbdunkel und irgendwie schmuddelig. Diese Säulen von einem Tempel in Delphi gestohlen, waren offenbar zu simpel für den Geschmack der Dame des Hauses, dass sie die ungeschmückten ionischen Formen und die einfachen geschwungenen Kapitelle minderwertig fand, ließ sie die Säulen so anmalen wie die, die der Entdecker von Troja, Schliemann, bei Mykenae ausgegraben hat. Aha. Hier ist noch eine Empfangshalle. Lady Fanshawe hat bei fast jedem Kunstwerk ihren obskuren Sinn für Ästhetik walten lassen. Abgesehen von dem bizarren Mischmasch klassischer Stile, die wahllos nebeneinander stehen, hat sie auch noch angemalt. Der Effekt ist übelkeitserregend. Ein Fresko. Dieses entweihte und nach dem Wunsch der Lady Fanshawe geschmacklos bemalte Wandgemälde schmückte einst das Grab eines echten eingeborenen Prinzen in Südamerika. Eine Marmorkopie des hellenistischen Meisterwerks Der Tod des Laokoon und seine Söhne. Mag nicht jedermanns Geschmack sein, das Original, das jetzt im Vatikanmuseum steht, ist ein wenig kleiner, trägt dafür zum Glück aber auch nicht die abstoßende Farbzusammenstellung dieser Travestie hier. Oh, hier ist noch was am Boden. Dieses Mosaik wurde dem Hundehaus in Herculaneum nachempfunden. Alte Kunstwerke sollten lieber unentdeckt bleiben, als so verunstaltet zu werden. Könnte doch ein neuer Ausbruch des Vesuv auch diese Missbildung verdecken. Oh, hier ist noch eine Vase. Diese unvergleichlichen Ming-Vasen sind ebenso schön wie selten. Außer diesen beiden gibt es noch drei in Shanghai, eine im Louvre und eine in Berlin. Man kann nur beten, dass ihre exquisiten Glasuren in Pfirsich- und Lapistönen den Geschmack der Lady Fanshawe treffen. Ja, ansonsten sieht es ziemlich alt aus, ne? Was haben wir hier oben noch? Da ist noch eine Tür, die ist aber uninteressant. Ja, Lady.
Wir würden gerne mit Sir Avery sprechen, wenn er Zeit hat. Ich bin noch nicht sein Laufbursche. Wahrscheinlich treibt er sich wieder irgendwo mit Hodgkins rum. Wer weiß das schon? Es ist unhöflich, einer Lady Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten kann. Fragen Sie mich nach etwas, das ich weiß. Das könnte schwierig werden. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht von dieser hübschen Galerie in der Sloane Street kommen? Ich habe ein paar brillante Ideen, wie man den Eingangsbereich verschönern könnte. Nein. Ach so, warte mal, wir gucken uns auch nochmal an. Die Lady verkleidet sich als junge Debütantin. Ihre Hände und ihr Hals vereiteln ihre Bemühungen allerdings. In ihrem scheußlichen Kräusekleid hat sie den ganzen getragenen Charme einer Hufdohle aus dem Chor des Palladium Theatre. Trotz all ihrer Manierismen hat sie nicht den Hauch des Stils, nach dem sie sich so sehr sehnt. Das ist sowas von tief. Ah. Wenn ich fragen darf, warum haben Sie die Architektur und die Statuen angemalt? Marmor ist so langweilig, finden Sie nicht? Kein Leben drin. Mein Berater sagt, das ist Tradition. Die Römer haben alles angemalt. Oder waren das die Japaner? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Leute von ganz früher. Ah, genau, die von ganz früher. Diese Vasen sind superb. Das sind Hung Wu-Vasen, oder? Hung wer? Nein, das sind chinesische. Mein Mann hat sie gekauft für seinen Regenschirm. Oh. Sehr praktisch, obwohl sie schon sehr alt sind. Oh, die armen Vasen, die armen Vasen. Lady Fanshawe, könnten Sie nicht mal raten, wo Ihr Mann jetzt sein könnte? Ich schätze, er ist nicht da. Es sei denn, er ist doch da. Oh. Das ist ein so großes Haus, wissen Sie. Manchmal sehe ich ihn tagelang nicht. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Ich erfinde gerade ein aufregendes Farbschema für die Bibliothek. Möchten Sie sehen? Ja, die ein Bibliothek. Ein andermal vielleicht, danke. Nein, für die Bibliothek. Wir müssen in die Bibliothek kommen. Oh mein Gott. Was soll ich jetzt hier machen? Watson, hast du eine Idee? Ein paar traurige Assoziationen hier, was, Watson? Sie haben es den Fall mit dem gezackten Skalpell genannt, glaube ich. Ja, eine herzerweichende Geschichte, aber zum Schluss doch ein sauber erledigter Job. Die Brumwells sind alle ausgestorben. Ob das Personal wohlgeblieben ist? Das bezweifle ich. Die haben der Familie nur im Leben gedient. Mhm. Das gezackte Skalpell, das ist Teil 1. Der Butler der Brumwells war ein harter Fall. Pettigrew, nicht wahr? Der Name ist Pettigrew, der Charakter miserabel. Gut zusammengefasst, Doktor, und noch besser, wenn er noch da ist. Welche Meinung haben Sie sich über den Geschmack der Lady gebildet? Dass er nicht existiert. Selbst die schönen Dinge sind durch ihre Exzesse ruiniert. Schönheit ist an solche Leute verschwendet. Das stimmt, das stimmt. Da warte mal, da ist noch was. Hier in der zweiten Reihe. Laocoon in Farbe ist eine jämmerliche Weiterentwicklung. Mal vom ästhetischen Urteilsvermögen abgesehen, ist es alleine schon exzessiv, eine lebensgroße Kopie dieses Meisterwerks aufzustellen. Schade. Hat sie noch irgendwas? Ich glaube, dann kommen wir hier nämlich nicht groß weiter. Dürfte ich bitte mit Pettigrew sprechen? Pettigrew empfängt nur zu seiner eigenen Besuchszeit, Sonntagnachmittags. Benutzen Sie bitte den Dienstboteneingang. Gab es sonst noch was? Okay. Also gibt's hier gar nichts. Gut, dann hauen wir hier ab. Wo gehen wir denn in der nächsten Folge hin? In der nächsten Folge werden wir hoffentlich ganz langsam... Oh. So, da hingehen. Ja, da werden wir hingehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.